So, Schatzkiste. Jetzt haben wir die Karte, sehr gut. Okay. Ich glaube, hier müssen wir dann auch mit dem Spiegelschild nochmal hin, ne? Ah, ne, doch nicht, warte mal. Hier können wir einfach wegspringen. Grabbelminen haben wir ganz gut. Hä? Kommt der denn her? Wo kommst du denn her? Ich bin fein damit. Ich finde, was finde ich gut? Zumal beim Randomizer ist halt super im Livestream miträtseln, genau. Denke ich halt auch. Und wir hatten jetzt noch nicht so viele Randomizer im Livestream, richtig? Ich glaube, einmal Majora's Mask und den haben wir so halbherzig beendet. Ich würde das auf jeden Fall gerne diesmal ein bisschen krasser aufziehen. Und ich würde es aber auch wieder mit Deathwheel machen. Was sagt ihr dazu? Gerade da mit dem Combo-Randomizer kann man sich vielleicht ein paar neue Sachen ausdenken fürs Deathwheel. Bei den Let's Plays ist es halt immer etwas verzögert. Genau. Richtig. Deathrad, ja. Also die Susanne hat ja richtig krank gespendet. Demnach, die Susanne darf da heute frei entscheiden. Und ich denke mal, die Susanne ist da bestimmt so gnädig. Und gibt dir da eine Spende ab. Nehme ich mal stark an. Ich streame wie immer auf YouTube einfach. Susanne. Aber da ändert sich nichts. Also nach wie vor, sobald hier quasi dieses Projekt beendet ist vom Gold Quest, werden wir dann auf den Majora's und Ocarina of Time Combo Randomizer umsteigen. Oh Gott. Und ja, genau. Dann können da wieder alle mitmachen. Wir machen das wieder mit Deathwheel. Wir haben dann quasi einen Randomizer, ein Deathwheel. Und ich werde es vielleicht... Ich weiß gar nicht. Ich werde da vielleicht die Regeln ein bisschen mehr anziehen. Ein paar härtere Strafen nehmen. Weil Randomizer kann schwer sein. Aber sobald du halt einen bestimmten Punkt überschritten hast, ist der Randomizer halt auch dann leicht. Ja, ich sag mal, es kommt so ein bisschen drauf an, wie gut die Sachen am Anfang versteckt sind. Aber vielleicht können wir dann einfach, sobald wir sagen, jetzt sind wir an so einem Punkt, jetzt ist es gar nicht mehr so spannend, vielleicht so ein bisschen die Strafen anziehen. Was sagt er dazu? Ich denke, das ist ganz okay, oder? So. Die Doppelstrafe zum Beispiel. Könnte man machen. Oder man macht sowas wie bei jedem 10. Tod. Zum Beispiel, bei jedem 10. Tod muss man zweimal machen. Oder, wir können auch machen, dass die Strafen sich quasi stackern. Ne? Und es gibt ein bestimmtes Ereignis, welches eintreten muss, damit die Strafen neutralisiert werden. Irgendwie sowas. Ne? Besiege den nächsten Boss und deine Strafen sind geklärt. Oder eine der Strafen ist geklärt und du darfst dir das aussuchen. Vielleicht irgendwie sowas. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, hier ist zu das Ding. Ich glaube, jetzt müssen wir als Erwachsener weitermachen, kann das sein? Wir haben jetzt zwei Schlüssel geholt. Aber ich glaube, ich komme jetzt nur als Erwachsener weiter. Weiß nicht, komme ich als... Kann ich als Kind jetzt noch irgendwas machen? Ich glaube halt eigentlich nicht. Ich glaube, das war es soweit als Kind. Ich weiß halt auch gar nicht mehr, was wir schon gemacht haben und was nicht. Wir können hier drüben nochmal gucken. Oh ne, da komme ich auch nicht rein. Nö, ich glaube, das war's als Kind. Ja. Ich denke, wir müssen als Erwachsene wieder herkommen. Ba, 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 ba. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche... Ne, du kannst bis zur großen Truhe. Ja, normalerweise kannst du bis zur großen Truhe, aber... das ist jetzt halt durch den Hack, glaube ich, nicht so. Hallo Saphir, Bruder. Hallihallo, wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du da bist. Ja, normalerweise schon, aber ich glaube, jetzt, da das der Hack ist, geht das nicht. Normalerweise kommst du bis zum Eisenprinzen, musst den besiegen, aber das wird jetzt, glaube ich, nichts.
Ich finde, beim Randomizer sollte man sich auf ihn konzentrieren und nicht auf Strafen vom Death Wheel. Ist nicht böse gemeint, ist nur meine Meinung. Das Rad lenkt mich hier schon ziemlich ab. Warum lenkt dich das Rad ab? Darf ich mal so fragen? Ich meine, mich persönlich lenkt das jetzt nicht wirklich ab. Klar, es ist halt für mich ein bisschen schwieriger. Aber ich mag es halt immer schön knackig. Das mag ich halt einfach. So. Hat eigentlich einer von euch gemerkt, den Regen? Ja, der Regen, es hat ab und zu mal geregnet, aber halt nicht so krass, muss man sagen. A-Runde A. Zack. Also es hat geregnet, dann kam die Sonne. Dann hat es geregnet, dann kam die Sonne. War merkwürdig. So, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Wundererbse fliegen. Da können wir uns noch ein Item holen, denke ich. Vielleicht auch eine Skulltee. Dann haben wir 120. Vielleicht gibt es da was für? I don't know. Saarland ist super Wetter. Ja, jetzt mittlerweile halt auch wieder. Keine Ahnung, was die... Vielleicht kommt es später. Nachträglich. Oh, warte mal, hier. Ich gehe mal kurz hier hin. Guck mal, hier gibt es doch schon eine Skulltee. Sirmakorus. wer ist denn Sirmakorus? Und hallo. So, warte mal, wir machen nochmal schnell Nacht. Ja, dachte ich mir irgendwie, dass das dein Mann ist. Das ist schon sehr lustig. So, gibt es hier auch Skulltees? Warum nicht? So, jetzt schreibt in Chat, wer das Secret hier kennt. Wer kennt das? Darf ich dich fragen, nach welchem Item du jetzt im Tempel suchen tust? Weil ich habe jetzt erst gerade zugeschaltet. So. Ich werde mir mal noch eine Fee in die Flasche holen. Super, die Leute sind super informiert mit dem Secret. Also aktuell, ich kam gerade halt im Schattentempel nicht weiter. Und wir sind jetzt so ein bisschen der Meinung, dass wir vielleicht den Longshot brauchen. Und sind deswegen jetzt gerade wieder in den Geistertempel gewandert. Hast du eigentlich so ziemlich in jedem Ocarina of Time Display gezeigt. Gut, ich wollte nur gucken, ob ihr aufgepasst habt. Sehr schön, freue ich mich. Wir haben jetzt 120 Skulltees. Ist halt die Frage, ob das... Genau, dazu habe ich auch einen Short gemacht, ja. Ist halt die Frage, ob wir dafür was bekommen. Wollen wir da nochmal nachgucken oder wollen wir lieber später? Und hier noch was? Ist auch keine Skulltee? Hier gibt es zwei Schatzkisten, okay, aber nur so kleine Dinger. Krabbelminen. Ich weiß nicht, ob du den verlängerten Enterhaken finden tust, aber ich weiß, wo er ist. Aber du willst mir. Du willst ja nicht gespoilert werden. Nee, möchte ich nicht. Erstmal noch nicht. So, noch ein Scooty-Symbol. Sehr schön. Okay. Naja, ist doch nicht schlecht. Man kann bestimmt. Ja, wir könnten hier bestimmt an sich nochmal rumlaufen. Und da gibt es bestimmt auch nochmal das eine und andere. Ich würde sagen, dreh mal. Wusstet ihr, dass man in der Zitadelle Zeit nicht ausschalten kann? Man muss vor dem Altar Sayas Lied spielen, mit ihr sprechen. Danach ist es dunkel. Echt? Hey, das probiere ich gleich mal. Aber vielleicht geht's in der Version nicht. Ich muss mal gucken. Aber wir probieren es mal. Will ich mal ausprobieren. Hört sich cool an. Ich würde sagen, dreh mal. Okay, Mike Dinger will, dass wir drehen. Und anvisieren. Oh, anvisieren. Ah. Schauen wir mal. Warte mal. Boah, sei das Lied, warte mal.
Früher konnte ich das alles auswendig. Meine Gedanken sind mittlerweile so tot. Ja, klar. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wäre cool. Danach gehen wir nochmal nach Kakariko. Ja. Nö. Ich glaube, in der Version geht's nicht. Müssen wir nochmal probieren in der anderen. Wir sind immer noch bei 0 Minuten, genau. Lady Makoros, es soll auch möglich sein, ein kaputtes Schild zu reparieren. Das geht auch. Ach so, okay. Okay, Kakariko. Das heißt, wir gehen nochmal kurz zum Schattenteleporter. Und gehen nochmal kurz ins Skulti-Haus. Also ich habe ja auch einen schönen Tee stehen. Immer mal schlürfen. Was habe ich denn eigentlich hier? Ingwer Mango habe ich. Not bad. So, ich darf wieder rollen, das ist schön. Guckt mal, ich darf rollen. Nee, bis jetzt gab es keine Fehler. Ingwer. Genau. Ich kann demnächst mal mein altes N64 rauskramen, dann filme ich euch das mal ab. Ist ein Bug, bei dem Emulatoren wahrscheinlich auch... das kann sein. Aber guck mal, der da hinten, den hat man noch nicht, oder? Der kommt bestimmt bei 120. You got a golden scale. Das heißt, ich kann jetzt... Ich kann jetzt tief tauchen. Okay, das Einzige, was man damit eigentlich machen kann, genau, ist im Labor, ne? Im Labor ist das Einzige, was da Sinn ergibt. Mehr macht man damit eigentlich nicht, ne? Das ist halt auch irgendwie doof, oder? Findet ihr das auch doof, dass es... Dieses Item ist nur sinnvoll fürs Labor. Ansonsten... Sinnfrei. Hab ich wieder das Lied vergessen. Boah, habt ihr die Lieder so im Kopf? Könntet ihr die jetzt alle so auswendig spielen, wenn ich euch sage, spielt mal das? Dam, dam, dam. Ich mag das Labor. Ich kann die Lieder auswendig. Sehr gut. Du, die 3DS-Lieder-Version. Ist doch dasselbe, oder? Ja, beim 3DS, das ist halt auch geil gemacht. Da kannst du ja quasi dir so die Notizen, während du die Ocarina rausholst, die Notizen anzeigen lassen. Dann musst du dir das Lied nur nachspielen. Das ist eigentlich ganz cool. Haben wir das eigentlich schon mit den Fröschen gemacht, Leute? Als Kind? Haben wir denen schon alle Lieder vorgespielt? Haben wir das schon gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Alter, Kohle. Warum ist hier so viel Kohle? Ich kann mich nicht erinnern, Ed Frösche. So. Bam, 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 bam. Ach ja, das waren die explodierenden Dinger. Wir können ja mal gucken. Hallo? Okay, dafür gibt es nur ein Skuldi-Symbol. Das ist ja traurig. Aber guck mal, Leute, ich kann rollen. Ist da sonst noch was unten? Hat die Hymne des Sturms sich gefehlt? Ich bin total unsicher. Wir gehen gleich nochmal gucken, okay? So, ansonsten ist da unten nichts weiter. Wir haben auch... Oh, wir haben 1000 Rubine. Können wir uns nicht das Rumble-Pack kaufen? Das gab's doch in Kakariko-Wald, oder? Oh. Das gab's, glaube ich, auch auf dem Bazar. Das kaufen wir uns jetzt. Wir sehen den Typen mal an, dann passiert was Schönes. Was?
Was passiert denn da? Düm. Für uns? Achso. fast hättest du mich gehabt. Fast hättest du mich gehabt. Ich hatte das auch, das Rumble Pack. Ich fand das cool. Ich fand die Geheimlieder, ja genau, die Lieder in Majora's Mask, die gab es ja so nicht zu lernen. Die musstest du ja quasi im Spiel herausfinden, ne? Mit dem Zeitvorspulen und Verlangsamen, das gab es ja so nicht. Aber das Rumble Pack hatte ich auch, ja. Und später im GameCube-Controller war das ja integriert dann. Aber ich fand das cool, das Rumble Pack. Ich fand das eigentlich nicht schlecht. Es gab ja auch, glaube ich, Spiele, da musstest du das Rumble Pack haben. Da gab es Spiele extra dafür, ne? Glaube ich. Die sind total abgedriftet jetzt, ne? Eigentlich wollten wir ja einen Geistertempel. Jetzt sind wir schon wieder als Kind da. Und, irgendwie. Hat das jetzt nicht so gut geklappt, was ich machen wollte. Aber egal. Ariana, hallihallo, was geht? Ach ja, hier war... hier war der Auflauf. Genau, Pokémon Stadium. Ja, da musste man zum Beispiel ein Rumble Pack haben für bestimmte Minispiele. Da, guck mal, da ist er doch, der Rumble Pack. Das Rumble Pack. Old Plastic Brick. Kostet nämlich 1000. So. Old Plastic Brick. So, Hammer. Noch irgendwas? Mein Vater hat das damals zu Weihnachten bekommen und meine Mutter hatte keinen Speicher gekauft. Drama. der Händlerkult, ja. Ich habe einen Deal für dich, wenn du es schaffst, die nächsten 4 Runden keinen Schaden zu nehmen, donate ich 20 Euro im Superchat. Was heißt die nächsten 4 Runden? Und das ist ja super lieb von dir, aber heilige Scheiße, musst du nicht machen. So, wir gehen mal. Aber was meinst du denn mit Runden? Nächsten 4 Runden. Was meinst du damit? Wir gehen mal kurz zu den Fröschen. Die nächsten 4 Stunden. Eine strenge Jamanzelle, der Junge. Ba. Mario Oehmann, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Was war eigentlich hier drin? Haben wir da schon alles? Das sind 2 Deko-Kerle. Aber da war nichts, ne? Ja, ja, es hat sich schon erledigt. Es hat sich schon erledigt, Susanne. Und ich habe auch gerade anvisiert. Also 5 Minuten. Egal wo. So. Gehen wir mal kurz nach den Fröschen gucken. Warte, ich mach den mal sicher aus der Ferne hier. Zack. Zack. Nein. Oh, der hält viel aus. Jetzt ist er tot. Du hast es versucht. So, wie sieht's denn aus mit den Fröschen? Nee, wir haben da noch gar nichts gemacht mit den Fröschen, ne? Minispiel in der Schießbude habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Der Goma hinter dem Baumstamm war schwieriger als jedes Schießbudenspiel. Ja, das stimmt wohl.
Ich hasse dieses Froschspiel. Ja, das ist richtig eklig. Wieder Baby Link. Chris, ich habe auch eine Challenge für dich. Einmal für 5 Minuten plus rettest du, darfst du 5 Minuten lang nicht einmal oder sagen. Aha, okay. Direkt in die Schießbude.